grüß dich. Ich bin gerade eben auf dem Weg zur Werkstatt und will ein ganz, ganz besonderes Video heute abdrehen und ich freue mich auch mega drauf. Und es geht um darum, was sich hinter euch befindet. Da könnt ihr es sehen, es ist ein Kraftwerk und davon sind wir alle abhängig irgendwie auf eine Art und Weise. Und wie wir das ein bisschen ändern können, das zeige ich dir heute in diesem Video. Ja, auf dieses Video freue ich mich mega. Ich habe die Anfrage von Enka Solix bekommen, ob ich nicht Lust hätte, deren Balkonkraftwerk mit Speicher, besser gesagt mit Solarbank, zu testen oder vorzustellen. Und ich habe dem gesagt, jawohl, das passt wie die Faust aufs Auge. Ich bin nämlich gerade in meiner neuen Werkstatt gezogen, habe hier LED-Panels angebracht, habe vor, Infrarotstrahler hier anzubringen, damit ich nicht weiterhin hier in der Werkstatt frieren muss. Und habe natürlich das eine oder andere Gerät, was hier ordentlich Strom zieht. Und da macht sich so ein Balkonkraftwerk für mich, aber wahrscheinlich auch für dich, sehr, sehr kompatibel bzw. rentabel. Ich werde das am Ende bzw. im Frühling werde ich das Ganze hier auf die Werkstatt platzieren. Ich habe hier so ein Dach, das hat ungefähr ja, so 30 Grad. Also ich könnte quasi die Module einfach flach raufpatschen oder hier seitlich auf diesem Dach. Ich muss nochmal gucken, wo am besten sich die Module platzieren lassen. Und das Tolle daran, es gibt einen Speicher. Und ja, im Hintergrund könnt ihr es schon sehen. Ich würde sagen, wir packen es einfach mal gemeinsam aus. Wir haben insgesamt 5 Pakete. Zweimal, man ahnt es schon, das sind die 2 Module, womit wir dann Strom produzieren, Ökostrom, möchte ich sagen. Dann haben wir ein längeres Paket, da werden wahrscheinlich die Halter sich verbergen. Dann ein kleineres Paket, da wird der Wechselrichter drin sein. Und ein etwas größeres, schweres Paket, da wird wahrscheinlich die Powerbank, besser gesagt, die Solarbank drin sein. Auspacken macht ja meistens Spaß. Und ich muss euch recht sagen, ich bin ja schon irgendwie auf den Geschmack gekommen bei Balkonkraftwerk. Ich habe ja letztes Jahr eins bei mir zu Hause installiert, habe auch einen Halter gebaut und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Deswegen freue ich mich auch so auf dieses Projekt jetzt hier, das Ganze mit euch auszupacken, auszuprobieren, euch zu erklären. Und ich weiß halt auch, dass dieser Hersteller hier ziemlich weit vertreten ist auf dem Markt und sich wirklich etabliert hat. Und das sagt schon einiges aus. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass ich mit denen zusammen die Kooperation machen kann. Und wie ihr seht, ist auch wirklich alles unbeschädigt und wirklich sehr, sehr fein säuberlich verpackt, wie man es auch hier sehen kann. Wie gesagt, hier ist die Anleitung und hier ist auch der Wechselrichter drin. So schaut das ganze Set jetzt aus. Also, du kriegst 2 Module, 2 Solarmodule, quasi mit 445 Watt. Jetzt werden bestimmt einige aufschreien, hey, jetzt sind doch nur 600 Watt erlaubt. Kommen wir später nochmal zu. Dann hast du einmal die Solarbank, das ist quasi dein Speicher. Dann hast du Anschlusskabel, du hast einen Wechselrichter, du hast Halter, du hast, glaube ich, hier nochmal so ein Kabel, eine Absturzsicherung, ich weiß es nicht so genau. Was mir jetzt aufgefallen ist beim Auspacken, es ist wirklich alles sehr, sehr penibel, muss ich schon sagen, sehr, sehr gut verpackt. Kein einziges Teil hat irgendwie einen Kratzer, eine Macke. Eins muss ich allerdings feststellen, aber das werden wir wahrscheinlich verkraften. Die Module, der eine hat hier solche Pappecken, der andere nicht. Die kannst du natürlich abnehmen, die nur zum Schutz. Aber ich bin recht zufrieden. Was natürlich für die Qualität spricht von Enka Solix, ist beispielsweise die Halter. Die Halter sind pulverbeschichtet und wenn die pulverbeschichtet werden, setzen sich natürlich auch die Gewinde zu und die wurden nochmal nachträglich zu oder geschnitten. Das heißt, der Zusammenbau wird wahrscheinlich gleich kinderleicht sein oder ja, sehr, sehr einfach. Das spricht natürlich für die Qualität und dass die mitdenken. Des Weiteren, beim Wechselrichter ist es so, dass es dieses kleine Teil hier,
Ja, das sagt schon der Name, Wechselrichter, er wechselt oder wandelt unseren Strom um, dass wir ihn nachher in die Steckdose stecken können. Und ja, das Ganze ist Plug and Play, wirklich sehr, sehr einfach. Ich theoretisch bräuchte jetzt gar keine Anleitung mehr. Ich habe ja schon ein Balkonkraftwerk aufgebaut und wenn ich mir das hier so anschaue, ja, es ist eigentlich alles selbsterklärend. Das Ganze ist ja IP67 geschützt, sprich, ihr könnt das, ja, ist gar nicht schlimm, wenn es draußen hinlegt oder dass man nass wird. Das Ganze, ja, ist ohne Bedenken, könnt ihr dann draußen anschließen. Das Ganze läuft auch über WLAN, kommen wir später nochmal. Ich werde jetzt erstmal das Ganze zusammenbauen. Und da stehen sie nun, unsere Module. Der Aufbau war wirklich, ja, ich habe diese Bedienungsanleitung hier fast gar nicht gebraucht. War wirklich sehr, sehr einfach. Aber als kleiner Hinweis, hier steht natürlich nochmal alles ganz genau beschrieben. Beispielsweise könnt ihr die auch hier in ein Geländer anbringen. Dazu ist auch das passende Montagematerial dabei. Also wirklich bemerkenswert, an was die alles gedacht haben. Und hier haben wir schon U-förmigen Träger. Damit könnt ihr das Ganze an der Brüstung aufhängen oder am Geländer. Befestigungsklemmen, unterschiedliche Schrauben, Schlauchklemmen, ein Hilfeseil für die Montage. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt. Hier sehen wir nochmal verschiedene Montagerichtungen. Ich habe das Ganze jetzt auf 30 Grad eingestellt. Hier haben wir auch nochmal als Erklärung einen Neigungswinkel von 30, 35, 40, 45 ist möglich. Und in Deutschland sagt man so 30 bis 35 Grad. Da hast du die beste Effizienz, wenn du, ja, wenn du Strom produzieren möchtest. Und wie am Anfang des Videos erwähnt, ist das wirklich ganz, ganz einfach. Ihr habt insgesamt jetzt 4 Kabel und ihr habt auch 4 Verlängerungskabel. Das heißt, entfernt einfach die Schutzkappe. Das ist so ein kleiner blauer Polypel. Und dann gibt es eigentlich, ja, ihr könnt eigentlich gar nichts falsch machen. Es muss nur einmal Klick machen. Habt ihr es gehört? Es hat Klick gemacht und jetzt ist das Ganze verbunden. Beim Wechselrichter müsst ihr eigentlich auch nicht viel beachten, außer ihr habt ja insgesamt 4 Kabel. Pro Modul 2. Das heißt, hier kommt das eine Modul ran, hier das zweite. Sprich, ihr könnt, das geht eigentlich nur einmal. Ne? Also ihr werdet es dann merken, das Ganze ist wirklich Plug and Play, ganz, ganz einfach. Sprich, erste Modul, zweite Modul, hier habt ihr die WLAN-Antenne und dann könnt ihr das Ganze auch über WLAN steuern, beziehungsweise schauen, wie viel Strom ihr produziert, insgesamt wie viel Watt und so weiter und so fort. Und das Tolle ist daran, dass Enka Solix schon mitgedacht hat, und zwar hat der einen Ausgang von 600 Watt. Unsere Module haben aber beide 445 Watt. Das sind zusammen 890 Watt. Er gibt aber ins Stromnetz nur 600 Watt frei. Wenn das mal irgendwann in Deutschland, die Diskussion ist ja wirklich heiß, das Thema ist ja wirklich heiß, wenn das dann irgendwann mal in Deutschland erhöht wird auf 800 Watt, dann könnt ihr das per App freischalten und dann können eure Module auch 800 Watt ins Netz einspeichern. Das war jetzt falsch ausgedruckt, einspeisen. Auch nicht. Also wenn du dir ein Balkonkraftwerk zugelegt hast, dann stellt sich ja immer die Frage, oder viele sagen, ja toll, jetzt hast du ein Balkonkraftwerk, aber was ist denn, wenn ich nicht zu Hause bin? Und dann wird ja der produzierte Strom, grüne Strom, wird dann ins Netz eingespeist. Richtig, dann hast du nicht viel von und deswegen kommt jetzt diese Solarbank, dieser Speicher hier zum Einsatz. Aber eine kleine Sache noch vorweg. Ich habe ja letztes Jahr mir ein Balkonkraftwerk zugelegt und der erste Schritt ist ja schon mal gemacht und ungefähr 40-50% der Energie nutze ich, denn ich gucke, dass ich, wenn die Sonne scheint, dass ich dann die Waschmaschine laufen habe, meine Akkus auflade und so weiter und so fort. Und allgemein hat man ja sehr, sehr viele Standby-Geräte, ne? Ladegeräte, Fernseher, Drucker, ich weiß nicht was. Alles, was am Stromnetz angeschlossen ist, was auf Standby läuft, zieht Strom. Und das deckst du damit auch ab. Also hast du schon mal einen sehr, sehr guten Schritt gemacht, wenn du dir so eine Anlage kaufst. Und jetzt kommt's von Enker Solix. Die haben jetzt einen Speicher auf den Markt gebracht. Den kannst du überall an jedem Balkonkraftwerk anschließen. Und also der ist mit vielen, vielen Systemen kompatibel. Und das Tolle daran, du hast 1600 Watt und du kannst halt mit der App dann einstellen, wenn der Speicher voll ist, wie viel Speicher oder Strom oder Watt du freigibst in dein Netz. Das heißt, wenn du eher zu Hause oder abends zu Hause bist,
dir Essen kochst, am Laptop bist und so weiter, ne? Also, oder die Waschmaschine oder Trockner laufen lässt, dann kannst du es halt einstellen, hey, ich brauche da, verbrauche ich dort die meiste Energie und ich möchte dann den Strom, den ich produziert habe, ne, wenn der Akku voll ist, dann möchte ich das verbrauchen. Natürlich hat das irgendwann auch eine Grenze. Backofen, 3 Waschmaschinen kannst du damit nicht laufen lassen, dann ist der Akku ganz, ganz schnell leer. Aber ich finde, das ist eine tolle Sache, denn so kannst du 90% von deinem selbst produzierten Strom auch wirklich verwenden und du hast dann eine Ersparnis, also eine überdurchschnittliche Einsparung von 9.612 Euro deiner Stromrechnung. Warum ist das so? Also das Balkonkraftwerk kann mehr Strom erzeugen mit der Effizienz der Paneele. Sie kann bis zu 25% mehr erreichen, dank der größeren Panelfläche. Also 3,5% hast du ungefähr mehr und damit kannst du auch 10% mehr Strom erzeugen. Und dank dieses Speichers, wie ich es gerade auch schon erwähnt habe, kannst du deinen Eigenverbrauch des Balkonkraftwerk, also deinen Strom, den du produziert hast, speichern und du kannst sie dann effizient nutzen. Also kannst du bis zu 90% von deinen 100%, die du produziert hast, selber in dein Netz einfließen lassen und somit Strom sparen. Aber jetzt kommst, wie kommen die auf 9.612 Euro? Die Berechnung basiert auf den durchschnittlichen Szenarien von Balkonkraftwerken aus Deutschland. Die jährliche Stromerzeugung des Enkers Solex RS40P beträgt 890 Kilowatt. Und die Alternative beträgt 757 Kilowatt. Also ich möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Man berechnet das Ganze mit 40 Cent pro Kilowatt. Das kann sich natürlich über die Jahre ändern. Der Strompreis kann wieder fallen, der kann natürlich auch wieder höher gehen. Aber der Sinn der Sache ist ja, dass wir grünen, sauberen Strom selber produzieren wollen. Und dadurch, die Berechnung basieren auch auf 30 Jahre gerechnet, hochgerechnet. Und dann kommt eine Summe bei raus mit dem Speicher, also mit der Solarbank von 9.612 Euro. Ohne diesen Speicher hast du eine Ersparnis auf die 30 Jahre mit 4.272 Euro. Das ist auf 30 Jahre berechnet mit einer Effizienzgarantie von 88,8%. Das heißt, deine Panels geben dir nach 30 Jahren mindestens noch 88,8% ab. Und du hast eine Garantie vom Solarspeicher von 10 Jahren und eine Lebensdauer von 15 Jahren. Und bei dem Balkonkraftwerk hast du eine Garantie von 15 Jahren und eine Lebensdauer von den Modulen von 30 Jahren. So, die Solarbank, die kannst du dann irgendwo bei dir platzieren. Boah, die wiegt auch so ein bisschen was, also 20 Kilo hat die ungefähr. Da ist eine Batterie drin, ne? 1600 Watt, wie gesagt. Und du kannst das Ganze auch an dein vorhandenen Balkonkraftwerk beispielsweise anschließen. Und die ganzen Kabel, die du dafür benötigst, die waren auch mit dabei. Die haben am Anfang schon ausgepackt. So schaut das Ganze dann aus. Es ist einfach, ja, es ist eigentlich auch wieder ganz, ganz einfach. Du steckst erst hier deine Module an und dann gehen die raus zum Wechselrichter und dann in die Steckdose. Also ganz, ganz einfach. Das Ganze wird zwischengespeichert. Und hier gibt's nochmal ganz viele QR-Codes, wo du nachgucken kannst, ein Support. Also das ganze System bzw. die Marke Enker Solex ist wirklich etabliert auf dem Markt. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass sie mit mir eine Kooperation machen wollten, weil es ist einfach, es hat mir noch gefehlt und jetzt mit dem Einzug der neuen Werkstatt, ja, kann mir eigentlich nichts Besseres passieren, ne? Es gibt noch eine kleine Frage, die ich ganz kurz erläutern möchte, und zwar ist hier drin eine LFT-Batterie. So. Und warum behält die Solarbank immer einen Teil des Stroms im Speicher zurück? Das ist ganz einfach, das kennt ihr vielleicht auch schon vom Auto. Wenn eure Batterie leer ist oder fast kurz vorm Tiefenentladen ist, dann kriegt ihr das Auto nicht mehr an und eine Batterie kriegt dann Schäden oder wird beschädigt. Und das ist nämlich auch so bei der Solarbank hier. Das heißt, die wird eigentlich geschützt dadurch, dass wir die nicht komplett leer machen oder leer ziehen. Und somit habt ihr dann auch eine Lebensdauer von ungefähr 15 Jahren und eine Garantie von 10. Genau. Im nächsten Video werde ich das Ganze euch nochmal genauer erklären. Also ich gebe mehr auf Fragen ein und wir stellen ein paar Vergleiche
das Solarmodul, also die beiden, als normales Balkonkraftwerk anzuschließen und einmal mit dem Speicher. Und wir werden noch ein paar Fragen beantworten, die ihr jetzt vielleicht hier unter dem Kommentar stellt. Und ich würde sagen, ich freue mich dann. Und alle Infos zu diesem Produkt findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Bis dann. Ciao.